Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands im Wurgley. Zusammen mit der Lokomotive Reaper. Und zum Overwatch Navo. Mama. Und unserem Sanitäter Wanda. Granate kommt, komm mit. Ja, er macht seinen Namen alle Ehre, er tötet direkt. Hauptsache, Sprengsatz neben der Werkstatt zünden. Jo. Mhm. Da steht ja auch nicht unbedingt so. Nur Öl in den Fässern abgefüllt. Südlich von uns sollen wir nach Dokumenten suchen über das Schmugglernetzwerk. Nein, wir fahren nicht mit dem Auto. Ich fahre. Das ist aber ziemlich weit. Mhm. 5 Meter zu viel, ja, ich verstehe. Ja, wir kennen solche Leute. Nein! Das kannst du knicken. Wann war? Müssen wir hier rein, oder was? Ja, hier ja. Schon. Drohne fliegt. Ja, haben wir schon mal gesehen. Vielleicht ähnlich aufgebaut. Ach, oh mein Gott. Wann war? Hallo! Wann war? Enno, Vorsicht! Was war denn jetzt los? Moment, also das. Das wusste ich nicht. Komplette Schleichmission. Ist die Folge 1 Minute 30 Sekunden. Schon den ersten Fail, jawoll. Moment, ich brauche eine Erdnuss. Haselnuss. Könnt ihr? Ich glaube, ich mag gleich mit. Ich musste mein Toffifee holen. Ich will mal gucken, was ich hier noch habe. Und Löffelbiskuit, da habe ich eine ganze Packung von. Löffelbiskuit, das ist Zucker. Und ja, Zucker sind Kohlenhydrate. Das kannst du nicht machen. Moment mal, wir sind im Einsatz. Was denn? Feldverpflegung. Aber das könnte, dann können wir das machen und der kann sich nicht wehren. Der Typ ist feuerfest. Wisst ihr was? Ich hab sogar noch was von meiner Großmutter hier liegen. Alter, was habt ihr gemacht hier? Ich weiß auch nicht. Spritzgebäck mit Schokolade. Das ist geil. Ich hab immer nur Spritzgebäck mit Sahnesoße. Wir können ja schon mal ein bisschen vorrücken. Zumindest dich da dran an das Ganze. Wollen wenn du ja wieder dieselbe Einstieg. Ja, eigentlich war der Einstieg ja, gut, aber. Ja. Wir gehen Richtung Stadt. Reaper kann auch gucken, ob er auf eins der hohen Häuser kommt. Wobei das schwierig wird, weil die Hangar-Zwischenräume doch sehr eng sind und ich glaube, da kann man von oben ganz schlecht reingucken. Da wäre ich fast auf den Huhn getreten. So, ich glaube, ich bin bei der Einstiegsstelle, ja. Hast du das auch gehört, wann war? Ja. Dieser Schrei, oder? Ja, dieser Wilhelm Scream auf weiblich. Die Drohne ist unterwegs. Links. Die Drohne ist genau die 1. Die 1 könnte man eventuell überwältigen. Sehe einen dritten. Ja, aber da könnten in dem Hangar direkt vor uns halt Leute sein. Ja, da sind auch ein paar. So. Mindestens die 2 ist da und die 3 halt auch von der anderen Seite. Ich guck mir das mal genauer an mit dem Hangar. Ja, die 3, die 2 sieht das auf jeden Fall, wenn die 1 drauf geht. Ah, wir müssen hier trotzdem rein, ne? Ja. Einer muss ein Auge auf die 2 haben, wenn die 1 ausgeschaltet wird. Hinter der 1 ist noch ein Schwergepanzerter. Ja, stimmt. Warum ist der denn jetzt so nervös geworden? Wurde entdeckt. Nein. Doch. Doch, aber warum? Von der wem? Er hat geschossen. Und wen hat er gesehen? Wir standen oben auf dem Felsen. Genau, ich bin runtergesprungen und er hat mich instant gesehen. Das war nicht dumm, 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 sondern dumm, 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 dumm und schon entdeckt. Aber er war ja aus irgendeinem Grund nervös geworden und dahin gegangen, weil das war ja nicht seine Position. Das war total, komisch. Total verdreht gerade.
Das ist sonderbar gewesen. Naja, alles auf Anfang. Nochmal neu. Ja. Nochmal schaffen wir das. Wir stellen uns so auf den Felsen, dass wir nicht gesehen werden können. Und dann decke ich erstmal auf, wo die Leute sind. Und erst reingehen, beziehungsweise vorrücken, wenn ich es sage. Verstanden. Auch für den Scharfschützen. Wenn wir an dem Einstiegspunkt sind und nach rechts gehen, dann haben wir sehr viel später den Feindkontakt. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass wir quasi sneaky reinschleichen. Hm. Irgendwie. Ja, schon gut. Okay. Ich sag da nichts. So, ich bin beim Felsen. Bin auch beim Felsen. Starte Drohne. Sehe noch ein Ziel. Okay, die stehen jetzt ein bisschen komisch da. Das wird uns den Einstieg nicht leichter machen. Wir werden wirklich rein und dann rechts direkt. Um die Hausmauer rum. Okay. Moment, was war die 3 gerade? Die geht nur rein, ne? Nehme ich an. Seht ihr den roten Container an der Hausecke rechts? Ja. Ja. Rein und da rein. Okay. Er ist Nummer 5. Könnt ihr jetzt vorrücken. Soll ich mit? Wenn du mit vorrücken möchtest, ja. So, wir befinden uns im Container. Mhm. Wann wir räumen erstmal auf. Ja, wir brauchen ja Platz hier drin, zu dritt. Okay. Gut, ich nehme eine Markierung von der 1 oder so weg. Weil da vorne einer ist, der auf euch zukommt. Den könnt ihr ausschalten, wenn ihr ihn seht. Der Tango ist hin. Erledigt. Achtung, da ist noch einer. Die 4 ist der. Achtung, die 1 kommt. Was? Dürfen wir keinen töten? Nee. Die wurden entdeckt. Hä? Und weil die das gehört haben? Warum? Ich kann das nicht gehört haben. Ich habe einen Schuss abgesetzt und das war ein Kopfschuss. Der hat keinen Querschläger gemacht. Keine Ahnung. Das hat einer irgendwie die Leiche gesehen. Aber da war keiner in die Richtung. Die 4 hat halt plötzlich so rumgesponnen. Die war aber hinter einer Hauswand. Habt ihr, wie gut ist euer Schalldämpfer? Ist der komplett die ganze Leiste gefüllt oder nicht ganz? Ich weiß nicht, er nur hat geschossen, deswegen. Nee, nicht komplett, das wird... Ja, wahrscheinlich hat er... Der hört das Gras wachsen und dann hat er sich gedacht... Ja, da muss ich kann versuchen rumzurüsten, was das angeht. Ja, vielleicht. Kann ich bei mir gar nicht. Meine Waffen sind alle mega laut. Nichts, das vielleicht Pistole oder so? Die M1911 ist sehr leise, weiß ich. Mhm. Handfeuerwaffen. Irgendeine Pistole und ich glaube, die Vector, die kann auch mit Schalldämpfer komplett den ganzen Balken füllen. Alter, ich dachte, der fährt mich über. Ich habe schon irgendwie mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Oh, irgendwie ist die M1911 doch nicht so gut. Ist eigentlich voll traurig, weißt du, ziehst in Krieg und dann wirst du vom Auto überfahren. Okay, ich schau mal, ob ich irgendwas in der Ausrüstung finde. Alle Pistolen, die ich auswählen kann, sind in der Geräuschminderung nicht leiser als meine M4. Es
Ist das eine Frau? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Spricht nicht gerade für ihn. Vector, sagtest du. Ja. Kurz. Mündung. Nee, der Schalldämpfer macht bei der Vector nur halb. Den Balken halb voll. Da geht nicht. Ist das, weil ich eine andere Vector hab als normal? Kann sein, dass du das Special Vector hast. Ja, ich hab die Venom. Venom. Nicht. Hm. Das hat sich aber auch geändert, merkwürdig. Ja, bei der Venom sehe ich nämlich der Balken auch nur halb. Genauso bei den Pistolen, die haben sich auch geändert, die gehen gar nicht mehr ganz komplett. Stimmt. Mit Gorschmann. Also ist die Ausrüstung, die wir sie hatten? Das ist aber auch neu. Das Update hat ja eine ganze Menge gebracht. Nur halt nichts Gutes. Man will uns nur noch in den Arsch treten. Oder liegt's an unserem Tier, dass da irgendwas gemacht wird? Nein. Unvorstellbar. Das ändert nur den Schwierigkeitsgrad. Ja. Das könnte es ja schon sein. Ja, ich kann ja mal versuchen, versuchsweise. Selbst die Armbrust ist nicht voll geräuschgemindert. Was soll ich dazu noch sagen? Warum sind nachts eigentlich mehr Leute wach als tagsüber? Was ist denn hier los? Ich bin auf jeden Fall wieder beim Felsen. Es liegt am Schwierigkeitsgrad. Ja. Wenn ich auf Arcade stelle, haben die Pistolen plötzlich mit Schalldämpfer volle Leiste. Geräuschminderung. Okay. Scheuert. Ja, sonst wäre es doch viel zu einfach, wenn die Gegner den Schuss überhaupt nicht hören. Das ist schon verständlich, aber so. Okay, also. Anscheinend nur Nahkampf. Ja, das kriegen wir auch hin, ne? Okay, dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad wieder um. Okay, ich versuche mit der Drohne, ohne bemerkt zu werden, die Dokumente zu finden. Ah, das damit wird sich... wir wissen, wo wir hin müssen. Sieht aus wie ein komischer Karton, aber ist es nicht. Sollen wir auch mit Drohne reingehen, oder? Ja, ihr könnt mitsuchen mit der Drohne. Okay. Moment, was sollen wir suchen? Die Dokumente, ne? Genau. Dokumente. Okay. Wir müssen hier eigentlich vorne, wo die ganzen Leute bei der 2 oder so drin sind, da müssten sie theoretisch sein. Aber aufpassen, ne? Also wenn wir die höchste Geräuschminderung von der Drohne haben. Nein. Sonst kann es auch gefährlich werden. Ja, ich erinnere mich irgendwie an das Haus. Ich habe ein Déjà-vu. Bei der Geräuschminderung muss ich nochmal schauen. Aussieht. Okay. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Hat wer was? Haben wir gesucht. Oh Gott. Ja. Und wo? Ich bin mit der Drohne direkt da. Das ist quasi die Hausecke, wo der Container ist. Was? Da, wo ihr eben in dem roten Container drin wart. Passt auf, ich hab meine Ja. Gut, dass man die Drohne so schnell zurückrufen kann. Die Hausecke, wo der rote Container ist, genau da befindet sich das. Aber im Inneren. Im Inneren, genau. Na, wunderbar. Und das Beste wäre wirklich, wenn wir quasi zu dem roten Container gehen. Mhm. Dort eine Patrouille quasi abwarten. Dann da hinten durch diese Garage rein. Also am besten, ihr könnt ja mit der Drohne auch einmal den Weg abfliegen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Die Drohne fliegt. Alle auf einmal. Also ihr seht den roten Container, ne? Ja. Gut. Von da aus, dann ein Stückchen, bis ihr auf Höhe der Dixies seid. Hm. Und da ist gegenüber von den Dixies so ein Garagentor. Ja. Ja, dort rein und dann wieder da Richtung rein, Container zurück. Dann wieder nach links bis zur 2. Und die 2 steht genau an dem, na, nicht ganz, hinter 2 ist der Schreibtisch mit den Dokumenten.
Okay. Ja, 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 ja. Und die 2 patrouilliert dann natürlich die ganze Zeit. Die 2 wird wahrscheinlich gesehen von 4, ne? Achso, und wir haben noch in dem Nachbarraum, da schläft einer. Kann ich gerade nicht mehr markieren. Ich nehme mal die Markierung von der 3. Da. Da pennt einer. Das ist die Schwierigkeit, dass die 2 und die 3 direkt da sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, wo alle auf einmal reingehen. Das wäre vielleicht besser, wenn einer reinsneakt. Ja, einer ist schon drin. Aber nicht weit. Ich kann auch wieder umdrehen, wenn einer meint, dann kann es besser. Nee, ich wollte nur sagen, dass Overwatch das weiß. Okay. Reaper ist jetzt ungefähr bei einem Container. Ja. Dann spielt ihr jetzt mal meine Augen und Ohren da oben. Ja, ich halte den Außenbereich wegen der Patrouille. Okay, sehr gut. Ich bleib drin in der Drohne. Und ja, keine Patrouille. Ich glaube, wenn zu viele was machen, ist nicht gut. Ja. Also, reingehen ist momentan sinnlos. Die 2 telefoniert. Das 3 am Schlafen ist okay. Du darfst nur nicht sprinten da drin, weil dann hört er die Schritte. Vielleicht ist darf ich aber denn mit die Leute überhaupt töten? Nein. Vielleicht ist das jetzt halt mit der Lautstärke auch besser, weil es ja jetzt regnet. Ich weiß es ja nicht. Wobei, das kann gut sein. Töten vielleicht. Die Leichen dürfen dann nur nicht entdeckt werden. Nicht. Ja, schwierig. Das Restrisiko ist halt zu groß. Ja, das ist ja das Problem. Ich denke, Außenbereich sauber. Reingehen ist jetzt nicht die gute Option, weil die 2 guckt halt zur Tür und telefoniert. Und wenn er geht, dann geht er in deine Richtung. Und er kommt auch raus. Vorhin hat er sich bewegt. Keine Ahnung, wie lange er da jetzt stehen möchte. Wahrscheinlich telefoniert er mit seiner Mutti. Und das kann ja immer Stunden dauern. Ich gucke halt mal, ob es einen anderen Weg gibt. Der andere Weg ist noch unangenehmer, weil du dann an der 4 vorbeikommst. Und ein unmarkierter ist bei der 4. Also wenn die 2 ihren Arsch bewegt, dann schaffst du es. Wessen Drohne ist das hier drin? Meine. Wieso? Alles gut. Läuft die 2, ich weiß, ich habe vorhin schon mal gefragt, läuft die 2 raus oder kommt die hier, geht die bei der 3 rein? Also sie ist vorhin einmal rausgelaufen. Aber ich nehme keine Garantie, dass die nicht auch mal in die andere Richtung zur Garage abbiegt. Ich würde halt gerne mal ausprobieren, ob ich jemanden töten kann. Ob das dann zum Fehlschlag wird. Weil dann kann ich versuchen, hier leise alle auszuschalten. Oh mein Gott, ja. Habt ihr den Schrei gehört? Ja wieder. Ich schalte mal die 3 aus. Ja, ich glaube, die 3 hat einen Albtraum gehabt. Nichts Schlimmes passiert. Ja, dann wie vermutet, töten ja, aber Leichen. Ja, dürfen und leise. Dann bleibt er am besten im Zimmer. Ich meine, da geht die 2 nicht rein. Dann behaltet mir die 2 im Auge. Sobald sie an meiner Tür vorbei ist, muss ich sofort Bescheid wissen und dann schalte ich sie aus. Bleib weiterhin im Auge. Pass aber mit dem Fenster auf. Nicht, dass er dich durchs Fenster bemerkt im letzten Moment. Ich stehe jetzt halt hinten bei der 3, die da halt hinter mir auf dem Bett schnarcht. Aber wie nervig, der telefoniert immer noch. Das muss aber wirklich, keine Ahnung, ein richtig wichtiges Telefonat sein. Wahrscheinlich ist er wieder fremdgegangen und muss es gerade seiner Freundin erklären. Ich höre nichts von dem Gespräch. Ich zum Glück auch nicht. Ablenkungsköder oder so wird wahrscheinlich auch direkt zum Misserfolg führen, ne? Wahrscheinlich. Da ist die Frage, ist es der Versuch dran wert? Kommt drauf an, wie lange er jetzt noch braucht. Ich habe mal den anderen Typen nebenan markiert. Nicht weiter vorrücken.
Wie gesagt, er guckt genau auf die Tür. Du hast nichts davon, wenn er sich plötzlich in Bewegung setzt, dann sieht er dich sofort. Noch ein Tango, es sind jetzt 10. Aber es ist halt mega doof, weil egal von welcher Seite du kommen würdest, du kannst den Typen nicht ausschalten, nicht leise. Reaper, versteck dich mal. Ich hätte höchstens die Idee, quasi einfliegen. Hat er mich bemerkt? Ich glaube ja. Also bei mir wirken okay. Die Leute. Ja, okay. Nee. Alter. Hat er bemerkt. Aber es kann halt nicht sein, wenn du auf die Ingame-Uhr guckst und der 3 Stunden am Telefonieren ist, oder? Das ist ja wohl mega ätzend gemacht. Wollen wir es jetzt mal versuchen, am Anfang gleich mit dem Ablenkungsköder abzutesten? Ich gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das nicht klappen wird, weil die sind so getriggert anscheinend, dass bei jeder Sichtung von irgendwas das fehlschlägt. Also, nicht ganz. Ich bin vorhin mal einmal um das ganze Gelände rummarschiert und da war einer in so einem scheiß Turm, der hat mich fast entdeckt. Ich habe mich gerade noch mit einem Hechtsprung hinterm Stein retten können. Da ist nichts passiert. Aber da warst du noch außen, oder? Ja, ich war außerhalb des Gebiets, aber halt direkt an der Wand. Ja, ich glaube nämlich, sobald man reingeht, wird da irgendwas getriggert und dann sind die tilted. Ich muss auch sagen, gerade mit der Drohne, das ist nicht ganz durchgerattert, dass er mich gesehen hat. Er hat die Drohne nicht bemerkt offiziell. Ich bin reingeflogen und direkt rückwärts wieder rausgeflogen und es ist nicht dieses Pling, Pling, Pling gekommen. Und trotzdem galt es als gesehen. Na gut, ich kann ja jetzt mal versuchen, direkt rein, während ihr markiert. Oder will es jemand anders versuchen? Ist mir egal. Ich kann's auch mal versuchen, oder Enno. Jetzt sind's 3. Die stehen jetzt wieder anders. Besser? Das ist die Frage. Sagt jetzt was. Wollt ihr nochmal oder soll ich nochmal versuchen? Wenn du willst, geh vor. Mir ist das halt auch egal. Das ist mir auch. Ja, anscheinend. Ja, das ist schon. Ich mach wieder meine Beobachtung von oben. Das macht 5. 2 Leute jetzt in dem Schlafraum. Aber nicht schlafend. Verstanden. Einer legt sich hin, der andere läuft rum. Die 3 läuft rum. Legt sich jetzt in ein anderes Bett. Außenbereich ist auch alles abgedeckt mit Gegnern. 4 ist jetzt aufgestanden. Kommt aus dem Raum, glaube ich, raus. Ist 4 ist rausgekommen. Läuft Richtung Garage oder nach draußen oder wieder noch. Was ist mit dem Raum, wo die Daten sind? Warte. Willst du die 3 noch ausschalten? Der schläft. Sehr gut. Ich nähere mich vorsichtig. Fahrpläne und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Danach haben wir gesucht. Oh, da schläft einer. Warte erst auf mein Okay, bevor du reinläufst. Das geht sonst schief. Ich habe noch nicht geguckt gehabt. Die 2? Die ist mit dem Rücken zu dir. Die 1 ist auch mit dem Rücken zu dir. Ja. Kannst du den Dokumenten? Im Moment die 2 bewegt. Nee, doch nicht. Okay. Das geht. Sie hat nur ihre Beine so bewegt. Oh, ja, mach schneller. Drück. Wir haben die Fotos. Raus hier. Okay, raus. Ja, ja, ich bin unterwegs. Ich kann nur nicht schnell laufen. Ich bin gerade aber auch nicht, ich habe keine Ahnung. Was macht ihr hier für ein Radau mit euren Drohnen? Ja, ich mach gar nichts. Kommt man da, wo ich rein bin, kommt man da wieder raus? Ich weiß nicht, wie hoch du springen kannst. Ich glaube nicht. Ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Könnte... Lappen sieht aber etwas knapp aus mit der Höhe. Oh, ich glaube, das funktioniert nicht. Versuchen. Was anderes können wir nicht. Ansonsten machen wir hier. Nee, ich komme hier nicht raus.
Okay, dann andere Richtung. Ich brauche ein, was ist denn das hier? Santa Blanca Auto. Moment, da steht noch eine Möglichkeit. Eigentlich könnte ich das Tor auch von außen aufmachen, wenn ich mit einem Auto dran fahre. Es muss ein Santa Blanca Fahrzeug sein. Ja. Ich gehe nochmal zurück. Warte. Es gibt eine viel bessere Möglichkeit rauszukommen. Ja, sehe ich auch. Geh hinten an der Mauer. Also einfach weiter der Mauer folgen. Und aufpassen, dass du niemanden gegenüber trittst. Aber da hinten ist eine Rampe, die dich rausführt. Habe ich auch gerade gesehen. Allerdings bei dem Gebäude bei der Rampe musst du aufpassen, da steht einer. Warte, wir löschen die Markierung da hinten und markieren dir die unterwegs. Verstanden. Genau, die 1. Soweit ich weiß, der einzige auf dem Weg. Ja, von wegen. Nee, da kommt noch einer. Zwei. Hier habe ich gerade das gesehen. Sorry. Scheiße. Bist du jetzt beim Stromgenerator? Yes. Ja, bin ich. Ja, ich will ihn gleich ausschalten. Die 2, ist die alleine? Soweit ich gesehen habe, ja. Die ist raus aus dem Gebäude. Sie wird eine Patrouille um das Gebäude laufen. Lass sie in Ruhe. Nee, die geht jetzt weg. Lass dir die Zeit. Gute Nacht. Okay. Gut. Rücke langsam mal vor. Overwatch, dreh mal eine Runde um den Generator und sag mir, ob der frei ist von Gegnern. Ich bin dort, der ist, soweit ich sehe, frei, aber ja. Overwatch kann gerade nochmal schauen, ja. Ist frei. Ich guck nochmal in das Funkgebäude-Dings rein. Ist auch sauber. Da kannst du rangehen. Lauf unbedingt alles mitnehmen. Und gute Nacht. Die 1 ist nervös geworden. Erstmal vorsichtig sein. Die 1 kommt gucken. Das Tor ist übrigens gerade auf. Bleib an der Außenseite, er kommt zum Generator. Ja. Außen an der Mauer bleiben. Du kannst die Chance nutzen, dass er weg ist. Renn hin doch. Entlang der Mauer. Kannst weiterlaufen. Ja. Oh, warte kurz, ich schaue hinten nach. Laufen. Du siehst die Rampe. Kein weiterer Gegner-Sicht. Es ist etwas schwierig, in der Thermalsicht des Predators was zu sehen, aber okay. Perfekt. Bin raus. Okay. Gut. Dann bewegen wir uns auch raus aus dem Gebiet und dann ist gut. Ja, ich gehe in Richtung Reaper. Ich bin bei den Gleisen hier. Alle auf die Schienen, aber vorsichtig mit dem Zug. Ja, den hört man je immer aus 100 Kilometer Entfernung antuten. Ich erinnere dich vor ein paar Tagen, da standest du auch auf den Schienen. Wir haben doch gesagt, Achtung, ein Zug. Und du, oh, ein Zug, bam. Da habe ich fast den Krankenhaus. Immer dieser Gedächtnisschwung. Alter. Geschafft, es gab keinen Alarm. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Wer fährt denn da ein LKW? Passen da alle rein? Nein. Das ist nur ein Zweisitzer. Die Daten aus dem Truck-Depot haben sich als Volltreffer erwiesen. Lieferpläne, Konvoirouten, das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt, ein großer. Wir reden von über 4 Tonnen Stoff, der in den Truck. Kann sich noch niemand aufs Dach stellen. Wissen das. Fahrzeugabwurf? Ja. Was hält ihr? Boah. Gepanzert. So, wo ist er? Missionsziel direkt voraus. Überquert gerade die Gleise. Ja, ich sehe es auch gerade. Ich blockiere mit dem LKW die Straße. Ich versuche mal mit dem MP. Die Drohne ist weiß nicht, was das für ein Ding ist. Ob ich nehme den hinteren der Begleitfahrzeuge mit dem hinteres Begleitfahrzeug zerstört. Jo. Das Ding sollte nicht mehr fahren dürfen.
Das andere Fahrzeug brennt aus. Die sind alle. Was müssen wir damit machen? Konvoi gesichtet. Feuer frei. Lasst uns alles verschrotten. Wir sollten den aufhalten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich lasse noch einen getroffen. Ziel eliminiert. Wann war wir brauchen? Wo ist noch einer? Moment. Ich fliege sofort zu euch. Ich sehe es schon, wo ihr seid. Nee, das ist ein Busch. Ach, ich laufe unmittelbar rum. So eine Scheiße. Danke. Hier keinen mehr. Sollen ihn zerstören, also. Freier Hand. Okay. Los geht's. Na dann. Friss das, Motherfucker. Rüber. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Ach, wir haben ja nicht schon mal ganze Paletten voll hochgejagt. Als ob das hier ein größerer Verlust für die wäre. Müssen wir uns Sorgen um ihn machen? Nicht mehr als sonst. Okay, das übrigens. Er wird ja eh schon von der Straße gerammt. Hatten wir jetzt eigentlich ein Fahrzeug abgeholt? Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr, oder? Meinst du nicht? Ja, der Karten wegen. Ach so, ja. Ah, okay. Sammeln wir uns erstmal noch? Ja, hier am Auto. Okay. Fährt er ein Stück zurück, um mich nicht einsteigen zu lassen. Das war frech. Nee, warte, hier sitze ich nicht gut. Hier gefällt's mir besser. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese Sneaky-Folge mal gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar. Ciao. Tschüss. Tschüss.